Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge 7 Days to Die in der Alpha 13.6 mit dem allseits beliebten Facebook-besitzenden Pattnase. Hallo. Ja, Pattnase hat eine Facebook-Seite, haben wir letzte Folge schon gesagt, da könnt ihr auch mal auf Facebook gucken. Da kriegt ihr bestimmt immer gute Informationen. Ja. Egal, heute in unserer neuen Stadt, unser neues Zuhause, wir wollen ein bisschen leben sozusagen. Und ich fange erstmal mit einem kleinen Gärtchen an. Heute. Es ist mir persönlich sehr wichtig. Ich liebe Gärten im Spiel. Ja. Und wo wir im Endeffekt sind, wissen wir noch gar nicht. Ne? Das ist ein bisschen doof, wenn ich jetzt einen Garten mache, oder? Obwohl, da kann man die Samen ja dann wegtransportieren. Habe ich schon. Ja, hier sind noch ein paar Sachen für dich drin, ne? In Born and Noble. Okay, was denn so? Diverses. Danke. Unter anderem Rezepte, Händler. Oh, cool. Was ist das für ein Gebüsch hier? Was ist das für ein... So. Aufräumen. Ich will ja keinen gigantischen Garten machen. Ich will ja nur die ersten Dinge anbauen, damit wir hier ein bisschen Ressourcen haben. Ja. Außerdem wird es schon wieder spät. Aber wir haben ja noch bis 22 Uhr, glaube ich, ne? Schade. Ja. So. Leider habe ich kein Stahlrezeptbuch gefunden. Das ist blöd. Ich möchte gern Feuerpfeile machen. Ja. Armer Bombennase. Ja. Was die Gardening Hole langsam. Schloss. Die war mal schneller, oder? Das gab es nicht. Ja, okay. Komm schon. Nein. Schade, Scharade. Kraut und Rüben. Alles durcheinander hier. Was soll denn das? Diese zwei Reihen. Alles möglich ist in 7 Days to Die. Ist einfach so gigantisch. Mhm. Und endlich bin ich meine Folge nicht komplett gefrustet, muss ich mal sagen, weil das ja letzte Zeit extrem schlimm war. Aber unser guter Mehrlicht, oder wie er heißt, er hat ja schon geschrieben, dass er das immer ziemlich lustig findet, wie ich meine Mega-Fails poste und wenigstens veröffentliche. Hat er recht. Ja, ich finde, das gehört schon dazu. Ja, wenn ich so doof bin und das nicht auf die Kette kriege, dann zeige ich es auch. Dann kann er nicht auf einmal hier ein Riesenhaus haben. Um es zu zeigen. Hauptsache, es gefällt, ne? Ja. Blaubeerchen. So, dann will ich mich gleich mal ans Minibike. Wie? Kannst du das schon bauen? Ich kann das schon bauen, ja. Ich habe das Rezept dafür gefunden. Auch schön, dass du das auch mal so sagst. Das habe ich dir schon vor 16 Folgen gesagt. Stimmt gar nicht. Dann habe ich vergessen, was schon 16 Folgen her ist. Du musst das in jeder Folge wiederholen, damit ich das nicht vergesse. Okay. Tut mir leid. Ist ja verrückt. So, das kleine Gärtchen wächst. Ein bisschen Mais. Mais finden wir aber auch im Steppenbiom sehr viel. Wo ist denn jetzt das Nobel-Ding da? Bist du da? Ja. Vielleicht muss ich einmal tracken, damit ich dich auch sehe. Und ich nehme immer noch den Tipp wahr. Oh, hier ist noch Pilz. Also hier können wir noch Medikamente besorgen uns. Der Tipp war, dass wir nicht aus dem Bücherregal direkt lesen, weil kann nach hinten losgehen. So, ich komme wieder zurück. Aber essen geht. Trinken auch. Uns geht's gut. Meine Welt, es geht nach oben. Ich freue mich. So, jetzt laufe ich nicht mehr Richtung Pappnase, weil der Herr woanders hinläuft. Da ist der Buchladen. Da ist die Pappnase. Ach, und ein Schneezombie, ey. Ich hasse diese Schneezombie-Arschlöcher, ne? Töte ihn, bevor er Eier legt. Das ist doch ein Mensch, der kann keine Eier legen. Das ist ein Zombie, du weißt nicht, was Zombies alles können. Da hast du wiederum recht. Er hat mich auf jeden Fall gesehen, sagen wir mal so. Schüsse. Der bleibt auch nicht stehen. Frozen Joghurt-Zombie.
So. Wo ist der Buchladen? Der Papa hat mir Rezepte dagelassen. Working Stiff Tools. Falsch. Da hinten. Nein. Das ist eine Tankstelle. Doch, das ist bei der Tankstelle ist das. Ah, ich sehe ihn schon. Bock auf ein bisschen Action, muss ich zugeben. Das ist Munitionsverschwendung. Wollt ihr explodieren lassen, weißt du? Vielleicht gibt's hier ja irgendwo ein Buchregal. Oh, Krankenschwester. Aber ich glaube, Tim war hier schon drin. Wow! Kopf ab. Hm. Der hat mich jetzt gesehen. Krabbelnde Zombies sind extrem schwer. Boah, wieder eine Embryonalstellung in den Tötet, ist ja voll gemein. Das hat der Papa also schon leergeräumt, das Auto. So, ich bin in der Bücherei. Da muss ich wenigstens nicht alles einzeln durchsuchen, so schwer. Der Papa hat schon aufgemacht. Ey, cool. Hammer-Schematik. Leere Bücher, viele. Brauchen wir später wieder für die Munition, ne? Ja. Was? 65? Das ist die Schreizombie-Tante. Komm, die müssen wir schnell verzichten. Verzichten, genau. Vernichten. Verzichte sie. MT brauche ich ja gar nicht reingucken. Ne? Ich gucke immer in MT rein. Oh, das ist Müll, den hast du nicht gesucht. Wie verrückt ist das? Entschuldigung. Leeres Buch. Darf ich denn schon ein SMG bauen? Ich weiß. Oh, ich habe Kartoffelsamen vergessen, da zu pflanzen. Ich depp. Du musst da so leckere Sachen mitmachen. Iron Helm. So. Boah. So. Jetzt kicken wir mal. Mini Bike Shashish. Braucht 200 mal Eisen. Scheiße, wir brauchen mehr Eisen. Oh, das kriegen wir aber hin. Du hast auch hier irgendwie gesagt, hier wäre Eisen. Hast du vielleicht irgendwie eine Höhle oder so gefunden? Nee. Ich muss mal leeren. Ich muss das Essen hier raus tun. Das ist aber echt noch eine Menge zu leeren gewesen hier. Ja. Oh, wie funktioniert das auch so alles hintereinander? Level up. Level 7! Habe ich gerade gelernt, glaube ich. Ach, ich guck immer noch in MT rein. Mein Gott, ich krieg gerade Skill-Punkte hier ohne Ende. Ach komm, machen wir hier alles. Nur 5 Mal. Lederhütchen. Wrench, da habe ich schon gelernt, tatsächlich. Du warst nicht hinten drin? Hey, jetzt warte mal. 5 Mal? Ich brauche 5. Das heißt, ich müsste 25 haben. Ich habe aber nur 9. Hä? Logik? Ich bin der Ofen. Ach so. Ein bisschen komisch vor manchmal, muss ich zugeben. Entweder liegt es an meine schlechten Mathekenntnisse oder der ist halt komisch. Nee, ich hab. Hier war komisch. Oh. Guck. Was guck? Ja, guck, also kochen. Ach so. Mein Gott, ich kriege hier gerade Punkte und Punkte und Punkte. Und? Warst du was nicht am Kühlschrank? War ich das nicht? Nee. Wieso steht denn auch so? Aber das ist leer. Entschuldigung. Ach, ist alles leer. Kein Bier für mich. Verdammt. Oh. Stimmt. Handelbar. Hast du übersehen? Empty, brauche ich nicht reingucken. Pokal. Und ein Wandsafe, den der Partner also nicht geöffnet hat. Ich werde ihn öffnen. Mit einer sehr guten Spitzhacke. Was? Doch, ich habe den Wandsafe geöffnet. Ehrlich? Ich kann nichts machen. Doch, tatsächlich. Boah, ich hätte ihn fast kaputt gemacht. Wie doof. Ey, wie doof. Ja. So. Oh, guck mal, Uhr. Warst ja. Du mich denn nicht? Du hast noch 25 Minuten, Tim. Ich komme ja nicht durch, was ist los? Hey, Mats. Ich komme. Wie soll ich dir denn jetzt helfen, Tim? Gar nicht. Ich kann dich von hier aus beobachten. Das kann ich dir anbieten. Es ist ja nicht so weit. Trink schon ein Bier.
Bier ist einfach für alles gut. Wir laufen gern Heimat. Es ist ja nicht weit, es ist ja direkt um die Ecke. Ein paar Sekunden habe ich noch. Du hast noch 8 Minuten. Ich überlege gerade. Wo ist meine Pistole hin? Doof, habe ich meine Pistole weggeworfen? Oh, und da krabbelt ein Zombie. Oh, noch ein Schneezombie. Das darf nicht wahr sein. 22 Uhr. Was? Wie schnell vergeht denn die Zeit? Schnell. Zack. Krabbel. Leg dich hin. Duck dich. Nein, ich renn jetzt. Bin ja fast da. Hier ist das Haus. Oh nein, da ist ein Zombie. Scheiße. Ganz viele Zombies. Ich bin noch zu jung zum Sterben. Popnase kriegt eine Nachricht. Wow. Popnase. Hoffentlich war das Popnase. So, bin Hilfe. Ja, warum kommst du denn auch runter, wenn ich nach unten komme? Weil ich hab dich gerade errettet, lieber Tim. Gar nicht. Doch, ich hab den Zombie getötet. Mach hier was drauf. Bau hier was drauf. Bau hier was drauf. Hab ich nicht. Mann, dann baue ich was drauf. Tu es. Rein technisch dürfen die da nicht hochkommen. Ja. Oh, es flackert das. Es ist so dunkel. Da ist Tim Schlafsack. Es ist echt finster, ne? Chest. Was machst du gerade? Irgendwie Eisen oder so? Oh! Ne, Eisen haben wir doch hier in der Kiste drin. Wie, habe ich jetzt eine Pfeilspitze gemacht oder was? Iron Arrowhead habe ich jetzt hergestellt. Warum? Weiß ich nicht, weil du es anscheinend getan hast. Okay, wir haben den zweiten Tag, die Nacht sollte nicht so gefährlich werden. Ich bin auf jeden Fall undetected. Ich auch. Ich habe mir ein neues Messer gemacht. Wo ist es da? 140. Das Messer können wir eigentlich scrappen. So. Der Mond geht auf. Roar. Roar. Was ist das? Achso, ein Backpack. Was wird hier gegart? Machst du Antibiotikum? Nee, ne? Nee. Oh, Tee. Es gibt ja die roten Pflanzen. Wir können ja auch einen roten Tee machen mittlerweile. Ja. Herbal Antibiotics braucht was? Pilze? Was ist das denn? Christian Zimun. Achso, die rote Pflanze. Und Klebstoff können wir auch selber machen. Klebstoff haben wir, glaube ich, ein bisschen was. Ich hatte richtig viel, aber ich habe, glaube ich, richtig viel verloren. Neunmal. Aus Knochen und aus Wasser kann man Klebstoff machen? Seltsam. Ein stinkendes Klebzeugs. Oh, der Püffchen brennt erstmal. Ich mache hier eine Pause, ey. Oh, ich brenne. Ich kann das nicht feuern. Oh, Alter, der raucht da hinten. Was ist mit dir wieder los? Ach, du bist ja gestorben. Dann zuckst du wieder so seltsam. Ja, das ist mein Partner, so müssen sich daran gewöhnen. Der zuckt halt einfach. Ja, ich stehe dazu. Guck mal, die Mütze sieht schöner aus. Ich habe eine Wollmütze auf, das ist, glaube ich, das perfekte Temperaturverhältnis. Ich habe auch eine Wollmütze auf. Im Augenblick ist das, glaube ich, richtig optimal bei mir. Weil ich nicht zu kalt werde und nicht zu heiß. Und obwohl ich ein heißer Typ bin. Ach, das ist 1284 Items habe ich schon gecraftet. Woran sieht man das? Wenn du Tab gehst und dann auf deinen Charakter. Wo steht das? Na, an der rechten Seite, Player Stats. Longest Life, 0 Days. Was? Item 85. 85 Stück nur. 15 Tode. Meine Gore-Temperatur ist bei 66,5 Fahrenheit. Aber ich könnte was naschen, sehe ich gerade. Was machst du denn da? Nichts, wieso? Du legst dich immer hin. Echt? Ja. Du liegst und... Was hast du in der Hand? Ein Messer? Ein Messer, ja. Du liegst, warum? Beweg dich mal woanders hin. Als ob du tot wärst, aber du kannst dich noch bewegen. Bring mal. Ja, jetzt bist du wieder da.
Das sah komisch aus. Wieder mal irgendein seltsamer Bug. Okay, wir haben Besuch, weißt du? Ja, guck mal, der Rauch da hinten, der ist weiße, das Nebel, ne? Ja. Das sieht voll gruselig aus, das Spiel teilweise. Aber wir haben endlich mal eine schöne Ecke gefunden. Endlich! Ja. Das Ding ist an, aber stellt ja gar nichts her. Wir machen aus. Wieso darf ich denn so viel herstellen? Wie du das viel herstellen? Lump of Clay. Weil da Eisen drin ist. Aber Lump of Clay habe ich. Kann ich herstellen? Wieso? Weil da Eisen im Ofen drin ist. Macht der aus Eisen Clay? Nein. Ja, wieso kann ich dann... Verstehe ich nicht. Jetzt macht der Clay. Wieso machst du Clay? Ja, aus was macht der denn in Clay? Ich weiß doch gar nicht, woraus Clay gemacht wird. Der kann einfach Clay machen. Verstehe ich nicht, wieso du das tust. Ja, eben, woraus hat er denn jetzt Clay gemacht? Woraus? Das sagt er mir nicht. Aus Clay. Der macht Clay aus Clay. Ja. Hä? Ist egal, hier, ich hol uns ein bisschen Eisen. So, mal ein bisschen Krach. Und es ist eine Dame, die ziemlich wild auf uns ist. Ja. Einen einzigen kriegt man da raus. Was ist das denn für ein lächerliches Ausbeute? Ein Uhr. Ah ja, die Zeit. Kriegst ja nix raus. Ja, voll die Verarsche. Meiner Meinung nach viel mehr wert als ein. Das hier scrappen. Guck mal, aus der Dose kriegst du einen und aus so einem riesen Ding kriegst du auch nur einen. Hunting Rifle. Das Assemble. Ah, boah, cool. Examine, so. Ein Eisen. So. Forged Steel. Kann ich bauen. Also echt? Ich darf's nicht. Mir fehlt Eisen. Du brauchst 20 Mal vereinfacht. Ist das Buch bei dir grau oder hellweiß? Wo ist ein Buch? Na, bei Steel, bei Stahl. Da ist ein Buch ist daneben. Grau. Ja, dann kannst du es nicht. Ach so, warum wird mir angezeigt? Frechheit. Hast du das Minibike? Chassis schon gebaut? Nee, dafür brauchen wir mehr Eisen. Also sag mir, ich hab viermal Clay. Das stimmt nicht. Ich hab doch gar keinen Clay. Ich hab keinen Clay und er sagt, ich hab vier Clay und ich hab. Nein, das ist das Clay, was im Ofen drin ist. Ich reihe nicht. Vertrau mir. Wo ist denn im Ofen? Hier ist 65 drin. Er sagt, ich hab 43. Vier. So. Jetzt habe ich offenbar vier Clay. Hä? Ja, weil du aus dem Clay, was im Ofen drin war, jetzt Clay gemacht hast. Was du aus dem Ofen rausnehmen kannst. Das andere kannst du nicht aus dem Ofen rausnehmen. Verstehe ich nicht. Ja, also komm ich nicht hinter, ehrlich. Guck mal, jetzt pass mal auf. Geh mal da kurz weg. Ich zeig dir was. So. Ich tue da jetzt Eisen rein, ja? Ja. Und der Clay hier. Dat Clay. So, jetzt beobachte. Guck da rein und beobachte da. Ich schmelze das Eisen zu Eisen. Wenn du verstehst, was ich meine. Er macht gar nichts von mir. Doch, er muss was machen. Input 27 sehe ich gerade. Aber wenn. Du siehst das ja anders. Du siehst das ja unten links. Ich sehe das ja rechts. Output und Input nur. Was? Nein. Also irgendwie bin ich zu doof. Also bei Input hast du doch jetzt Eisen drin und Clay, oder? Ja. In den beiden Feldern. Kann ich sehen, weil du dran bist. So. Ja. Input ist 20 Eisen, 50 Clay. So, und jetzt guckst du daneben, steht eine Liste mit Eisen, Glas, bla 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 ja. Und Clay. So, die füllt sich auf. Ja. So, und das, was da sich auffüllt, das ist das, was du brauchst, um Sachen herzustellen. Es wird ja mehr. Ja, exakt, weil ich das Eisen gerade schmelze, zu Eisen. Zu 66 wird es. Zu heißem Eisen quasi. Zu heißem Eisen, was? Tim,
Du musst doch Eisen, wenn du Eisen irgendwie verarbeiten willst, musst du das doch schmelzen oder heftig erhitzen. So, das mache ich gerade. Ich erhitze das Eisen, damit ich das Eisen nachher gebrauchen kann. Was ist hier los, Alter? Hör mal. Party, ich weiß. Oh, wie die schreit, ey, ist ja furchtbar. Ja. Ein Hund. Und die hauen vor unser Haus. Ja. Das Haus ist schon so kaputt, nicht, dass es nachher zusammenbricht. Dann sind wir wenigstens zusammen am Sterben. Ja, ich bin hunted. Okay. Nee, jetzt bin ich undetected. Ich bin auch undetected. Wir machen jetzt hier an der Stelle einen Cut. Mhm. Und werden sterben. Ja. Tschüss. Tschüss.